Geht's los? Also jetzt geht's in die Favelas. Jetzt wird's richtig abenteuerlich und auch ein bisschen gefährlich. Das hier ist der einzige Weg da hoch. Diese Jungs mit ihren Motorrädern fahren uns jetzt in die Favelas. Eine andere Möglichkeit gibt's hier nicht. Hier fährt kein Bus. Und nur die Jungs werden hier, glaube ich, auch akzeptiert. Also, ready für die Favelas. Gut, der hatte ein bisschen blöd geguckt. Unser brasilianischer Junge, als ich gesagt habe, ich will selber fahren. Ich fahre auf keinen Fall dich hinten raus. Ja, im Armviertel, in den Favelas mit dem Motorrad, ganz hoch auf die Favelas, mehr geht nicht. Das war mal ein ganz großes Kino, das hat mal richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht's oben in den Favelas zum Fußball. Hey. Und hier oben auf den Favelas im Fußballplatz. Coach, Ansgar Brinkmann. Coach, the coach? Yes. Dieser Mann ist Kult in den Favelas. Dieser Mann hat den Fußball in die Favelas gebracht. Respekt dafür. Thank you. Gut, es geht mal richtig rund hier, wenn die alle gegeneinander spielen. Da brauchst du eigentlich die GSG 9, aber irgendwie funktioniert es. Sport, Fußball verbindet irgendwie alle. Ich habe ja viel von ihm gehört. Ich kannte seine Geschichte. Aber wenn er dann in Natura vor ihm steht, dann kann man richtig spüren, dass er das auch alles wirklich gelebt hat. Bemerkenswert ist natürlich auch, dass er nicht nur Trainer ist, also nicht nur Werte vermitteln kann, sondern er ist selber auch ein richtig guter Fußballer. Das konnte man sehen. Und ja, da passt alles zusammen. Ja, ein Traum geht in Erfüllung. Ich spiele in den Favelas Fußball mit den Jungs von der Straße. Und das ist mal ein Brett. Das war ganz großes Kino, Leute. Thank you. Oh. Thank you, my friend. Thanks. Okay. Das Spiel war sehr anstrengend. Die Jungs von der Straße sind gut drauf, können alle dribbeln, haben alle eine Top-Technik. Habe ich nicht anders erwartet hier, den Favelas. Halleluja, bin ich fertig. Heute ist ein persönlicher Traum in Erfüllung gegangen. Ich konnte in den Favelas Fußball spielen, im Armviertel, und jetzt brettern wir das Armviertel wieder runter.